Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier diese ganzen Tram-Geschichten hier gebaut, die momentan sich so ein bisschen hier im Wege stehen, mal wieder. Was ist denn wieder los? Ach Leute, ihr macht es mir manchmal echt schwer, ne? Blockiert euch mal wieder gegenseitig. Vor allen Dingen, die sollen ja eigentlich gar nicht fahren, ey. Okay, komm, dreh um. Fahr woanders. Dass hier mal wieder nicht so klappt, wie ich mir es vorstelle, ist echt bescheiden. Der wartet, der müsste doch da eigentlich... Mal ganz kurz. Also ich würde... Der fährt jetzt auch. Müsste der jetzt eigentlich auch wieder losfahren können. Sobald der hier passiert hat. Wir schauen mal. Ja, jetzt fährt der auch. Na, eine Sache, die alles blockiert. Müssen wir im Auge behalten. Also ganz rund läuft es nicht. Aber schauen wir mal. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen heute hier weiter. Wir ziehen das nächste Viertel hier weiter auf. Und das Ganze mit dem Frame. Und mal gucken, dass wir hier mal was Cooles irgendwie bauen. Irgendwie einen Platz oder irgendwie sowas. Dazu ziehe ich das mal hier durch. Ah, Schluck auf. Weil, nee, das machen wir nochmal weg. Das gefällt mir gerade nicht. Jetzt geht wenigstens das Licht mal an. Geht uns kein Licht auf, aber es geht uns dann nicht an. So, jetzt sehe ich natürlich gar nichts. Das kann ich nicht, überhaupt nicht abschätzen, was Faktum ist. Ah, das ist doch schöner. Wegen der Dunkelheit. Ja, super. Machen wir mal wieder aus. Momentchen warten bis zum nächsten Morgen. Mal, ob das hier alles so klappt. Im Endeffekt möchte ich hier hinten auch Leute haben. Und, können nicht arbeiten, weil es keine Kindergärten gibt. Können keine Kneipe, Taverne, kein Essen bekommen. Leute, ihr könnt doch eigentlich überall hin. Okay, die kommen nur bis dahin. Warum kommen die denn nur bis dahin? Gibt es hier keinen Überweg oder so? Hm, das ist aber doof. Die sollen noch da ruhig rüber. Ich wünschte mir, man könnte eine Art Hochwege oder irgendwie sowas bauen. Das wäre noch ganz interessant. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ja, dann gehen wir den mal hier rüber. So, vielleicht könnte er jetzt ein bisschen weitergehen. Ah, jetzt kommen wir zumindest bis dahin. Da kommen wir immer noch nicht daran, ne? Das ist doof. Das heißt, wir müssen die auch noch eine Versorgung hinbauen. So, Jungs, wie sieht's hier aus? 13 Arbeiter ist nicht viel, ne? Das ist zu wenig. Hier fahren die Busse. Die Mars 302, ein Arbeiter. Null Arbeiter. Ja, es ist noch zu wenig, definitiv. Ah, es ist ärgerlich. Ich mache mal ganz schnell vor. Damit wir wieder Tageslicht haben. Sechs Arbeiter. Ach, das ist so alles zu wenig. So, normale Geschwindigkeit bitte. Und mal ein bisschen auf Pause. Denn ich möchte jetzt hier mal was bauen. Mit Laternenpfahl. Ruhig schon ganz ordentlich. Mit Frame. Ja, dann passt das auch. Sehr gut. Ja, hier soll mal ein bisschen was Hübsches hin. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das hier irgendwie gerade rankriegen. Das ist die Frage. Ich befürchte ja fast nicht, ne? Da geht's nicht. Aber so geht es. Ja, das ist auch klar, dass das nicht geht. Warum soll denn auch mal was vernünftig funktionieren, ne? Dann machen wir so, teilen wir es ein bisschen auf. Ist nicht symmetrisch. Das ist ja doof. Das geht nicht. Symmetrisch sollte es schon sein. Wird es aber nicht werden. Das müsste ja dann irgendwie so sein. Ah. Dann machen wir es so. Komm, bau das mal. Das ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir Häuser. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Häuser. So.
So, warte kurz. Häuser, nee, Mod. Mod. Was ist denn das hier? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Das ist 9er Story Prefab Flaps. 21, 8er, 5er, 21. Ich suche jetzt die richtigen Häuser. Gravel Mine, Farm, Gymnasium, Sports Hall. Fire Station 21. Das ist die 9er. Zeta, Leningrada. Stadium. Gastronom, Kindergarten, Weinock. Ach, jetzt sucht man echt diese blöden Häuser, ne? 17, 17. Red, Blue. Okay, machen wir hier nochmal rote. Nehmen wir doch hier mal die roten Häuser. Und bringen die hier an den Start. Warum nicht, ne? Natürlich nur noch ein bisschen ausgerichtet werden. Wie war denn das? Lange nicht mehr gespielt, das Game. Ein bisschen weiter. So, einmal. Jetzt drehen wir das Ganze. Dann kriegen wir dich hier rein als zweites Häusle. Ja, das geht. So, das geht. Und dich... Ja, da haben wir das Problem mit der Leitung. Okay, dann machen wir dich jetzt hier nochmal mit rein. Großes Big House. So, zack. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Straße. Bei uns gibt es nur feinste Straßen. Wenn man hier mal rauskommt. So ist er doof. Ne? Aber würde... Ja, so würde das zumindest gehen. Das würde auch gehen. Und na, das hier eher... Doch, das geht auch. Damit kann man arbeiten. Baut mir das mal. Plus Fußwege. Wichtig. Fußwege sind ultra wichtig. Ich finde, machen wir hier so und dann können wir dich dahin. So, und du dahin und du musst auch noch verbunden werden. Wir haben ja so viele offene Verbindungen noch, die wir noch gar nicht genutzt haben. Das ist echt ein bisschen schade. Zack. Fußgängerstreifen zum Sport. Nutze die Verbindung, nutze die Konnektivität. Das geht nicht, das geht nicht. Okay, das lassen wir, es nicht so wild. Das passt, das ist in Ordnung. Und hier dahin. Dahin und eventuell können wir dann noch dahin bauen. Baut das alles mal. Lass das mal aufbauen, die Wege. Und dann machen wir mal den Frame aus. Bauen das Ganze mal. Für Rubel. Keine Sorge, wir kommen noch auf den grünen Zweig. Das kriegen wir noch hin. Nur eine Frage der Zeit. Ja, mach das mal. Warum baust du das nicht? Komm, bau das fertig hier. Wir könnten das auch mit Dollar finanzieren. Allgemein ein bisschen schwach gerade auf der Brust, was die Kohle angeht. Aber naja, gut. Was will man machen, ne? So, schon haben wir wieder neue Leute. Niemand wohnt hier. Ja, ich habe keine Leute reingebaut. Ach, das ist doof. Wir müssen mal ganz kurz ein paar Leute holen. Vielleicht haben wir ja irgendwo Überschuss. Wie sieht's hier aus? Nicht, ah, keine Kindergärten. Ah, das ist doof. Wie sieht's denn aus in der Stadtmitte hier? Drei, okay. Wir gucken mal gerade, wie viele Leute noch da leben. Vier. Damit da Nachschub rankommt, wisst ihr? Nachwuchs. Große Häuser. Wie sieht's denn hier aus? 18. Okay, da könnten wir ja mal ein paar abziehen.
die ziehen wir mal ab und pflanzen sie hier mal in das Gebäude mit rein. Eigentlich war das hier gedacht, aber in Ordnung. Nehmen wir auch das hier. So. Wenigstens ein paar schon mal. Wie sieht's denn aus? Wo kommt ihr denn überall hin? Du musst ja kontrollieren. Die erreichen alles. Die erreichen fast alles. Wohlgemerkt, fast. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo ist das Problem? Die kommen bis da hoch, aber nicht da weiter. Dann ist das doof. Okay. Mal sehen, ob wir da noch was ändern können. Scusi. Dass die Rente noch mal ein bisschen verbessern können. Dass sie da hochkommen. Du kommst ja dahin und du kannst ja dann auch dahin. Und zur Bushaltestelle auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal extra noch ein Gebäude hinzupflanzen. Nur weil die es irgendwie nicht raffen. Das wäre nämlich jetzt echt extrem doof. Ja, zack, so, dann können die da lang. Und jetzt gucken wir nochmal. Aha. Na? Ja, sieht doch gut aus. Da kommen sie zumindest da oben hin. Das ist schon gut. Okay, das passt. Nichtsdestotrotz müssen wir wieder für Nachschub sorgen. Und ich möchte auch ganz gerne, da hat mir der liebe Zovarok einen Tipp gegeben, mal hier so ein Gebäude zu bauen. Wo ist denn das? Ausrüstung für Bürger war das, glaube ich. Rundfunkhaus, Krankenhaus, wo ist es denn? Rathaus, Buchhaltungsbüro. Da soll man wohl so alles einsehen können. Jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwo hinbauen können, vernünftig. So, dass es passt, möglichst auch. Ich zoome mal kurz ran. Warum ist denn da jetzt so eine Verbindung mit Strom? Braucht das so viel? Da oben? Vielleicht hier bei der Uni? Irgendwie? Ja, ist auch ein doofer Standort. Nee, ist eigentlich ein bisschen zu viel Wald alles. Wohin bauen? Sprach er. Bleibt ja eigentlich nur noch die Ecke hier hinten. Oder wir bauen das hier mit ran. Rathaus, Buchhaltungsbüro, obwohl eigentlich... Nee, ne? Dann machen wir mal das anders. Das werden wir jetzt mal hier vernünftig in Szene setzen. Dann mal ganz kurz Stop. Wir setzen das jetzt mal in Szene. Machen das hier mal gut. Gehen da mal raus. Machen das hier so ruhig ran. Dann gehen wir davon weg. Ich weiß nicht, ob es passt. Müssen wir mal schauen. Ob wir das dazwischen kriegen. Den will ich weg. Das passt nicht so ganz. Sehe ich gerade. Von den Meteranzahl quasi, so. Das muss ja optisch ein bisschen passen, ne? Also, ja, so schon eher. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Gebäude. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Das war Ausrüstung und Rathaus. Das passt nicht ganz rein. Ah, shit. Okay, merken wir uns mindestens nochmal bis dahin. Dann können wir das da vernünftig einbetten. Machen wir mal bis hierhin. Dann müsste es eigentlich gut reinpassen. Jetzt können wir den Quatsch wegnehmen und bauen das jetzt hier hin. So, lass mal schauen. Der Rathaus. Jetzt kriegen wir das hier vernünftig rein. Und können das auch dementsprechend auch hinschmücken. Noch ein bisschen näher, so. Zack. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder mit Straße bearbeiten. Ja, das ist Autosave. Dann machen wir mal so. Okay, kommen wir da irgendwie so rum in vernünftiger Art und Weise? Ja, genau. So soll es aussehen, ne? Mit so einem Kruckelding. Geht ja gar nicht.
Ja, warum macht er denn da so ein Heckmeck draus? Nee, das geht gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, versuchen wir es mal ein bisschen in so zu handhaben. Zu scharf, geht nicht. Verdammt. Machen wir mal so. Jetzt passt es natürlich da wieder nicht. Ja, wenn du jetzt anfängst, das hier anzudocken, hast du ein Problem. Was ist denn hier los, ey? So, ich will das doch nur in schön haben. Zu scharfe Kurve. Warum geht denn das dann nicht? Was ist denn das? Was ist denn da das Problem? Mein Gott, gestaltet sich ja echt schwierig, ey. Na, wir gehen mal da drauf. So. Jetzt machen wir mal den weg. Passt es natürlich wieder da nicht. Ach, es leckt mich doch am Fuß, ganz ehrlich. Ah, ich liebe es, wenn es nicht klappt. So, nehmen wir den weg hier. So. Versuchen wir es mal so. Naja. Nicht so ganz. Immer noch nicht. Ah, jetzt bin ich pingelig. Jetzt bin ich Perfektionist. Dass er auch automatisch nicht die Kurve zieht. Das ist auch so doof, ey. Ja, mal was. Na, was macht er? Ne. Wenn, dann muss es ein 1 durchziehen. So, versuchen wir mal, bis daran ranzukommen. Ja. Nicht ganz perfekt, aber mein Gott. Wir wollen uns jetzt hier nicht unnötig länger aufhalten, als es sein muss. Bauen wir das Ganze mal fertig. Machen wir den Frame dabei aus. Na komm. Wie jetzt? Warum baut er das nicht? Wie lange soll ich noch darauf warten sonst? Oh, der Rubel rollt. Natürlich kostet das jetzt was. Keine Sorge, wir werden auch in diesem Let's Play noch durch unsere Bautrupps bauen lassen. Allerdings, solange die Kohle-Dings da nicht optimal läuft, und das tut sie momentan noch nicht, es ist mir alles noch zu wenig. Komm, $18.000, ich bitte dich. $18.000. Na, das ist ein Witz. So, damit haben wir den hier mal fertig. Mal kurzes Päuschen. Das ist also das Rathaus. Mhm. Interessant. Interessante Konstruktion. Das ist doch das Rathaus, oder? Ja, Buchhaltungsbüro. Nicht genügend Buchhalter und Offiziere. Ressourcenstatus. Was kann ich denn hier machen? Import von Ressourcen. Noch gar nichts irgendwie. Okay, machen wir mal weg. Alt. So, zack. Screenie für diese Folge. Für dieses haben wir jetzt schon mal ein Thumbnail. Sehr schön. So, weiter geht's. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Sondern wir wollen ja weiterkommen. Das heißt, wir bauen hier noch einen Weg von da ab. Und dann möchte ich jetzt hier gerne auch noch ein paar Gebäude hinhaben. Und hier vorne würde ich ganz gerne auch nochmal einen Fußballplatz und so weiter hinbauen, wenn es denn geht. Ausrüstung für die Bürger. Kriegen wir den hier rein? Fragezeichen. Kriegen wir den hier rein? Wäre schon ganz praktisch, ne? Wenn wir den hier reinkriegen würden. Ja, den kriegen wir sogar hier rein. Ja, perfekt. Komm, mit Rubel bauen. Bau das Ding gleich dran. Kriegen wir hier 2 rein? Kriegen wir vielleicht noch einen Tennisplatz da rein? Ne? Drehen. Ne, dann nicht. Da auch nicht. Schade. Kriegen wir nicht rein. Okay. Dann mach das mal.
hast du noch Strom. Strom hat er auch noch. Aber es fehlen an Leuten. Okay, wie gehabt, ne? Das kennen wir ja alles. So. Dich will ich aber auch noch da haben. Wie gesagt, dann brauchen wir jetzt noch ein paar andere Gebäude. Wohngebäude. Vielleicht mal hier so ein paar, wirklich so ein paar kleine Hochhäuser. Die wir jetzt hier mal so ein bisschen anders hinbauen. Schräg, wenn es geht. Kriegen wir die hier ran? Ja, nur, kriegen wir da nicht ran. Das ist ja doof. Ich will die doch hier nur mal ran haben. Jetzt hier ein paar Hochhäuser noch haben. Ruhig am Frame ausrichten, wenn es geht irgendwie. Geht. Bedingt. Dann wäre es so. So, den nächsten. Ah, dann gehen wir dich auch noch. So, und dann gehen wir jetzt mal auf gerade. Wir gehen hier komplett rum, damit wir hier auch die Leute wegtransportieren können. Ja, und da noch ein. Gut. Ja, wirklich 1A Plattenbau. Alter Falter, okay. Dann brauchen die hier mit Sicherheit wieder irgendwie Kindergarten und was weiß ich nicht was. Kriegen wir den hier rein? Kriegen wir den hier rein? Bitte sag mal, dass wir den da reinkriegen. Ja, geht sogar. Kriegen wir den auch anders rein? Kriegen wir den so rein? Ja, geht. Dann können wir nämlich eine Verbindung schalten. Zur Haltestelle. Kriegen wir die Schule hier noch rein? Ja, die kriegen wir auch noch hier rein. Das ist ja schon mal hervorragend. Das heißt, die haben schon mal eine Versorgung, eine gewisse Versorgung. Sport. Damit werden sie wieder problematisch sein. Sport. Geht auch noch. Und dann werden wir mal noch ein kleines Einkaufszentrum, was nicht hier reinpasst. Das ist ja doof. Und mal ein kleines Geschäft hier irgendwie. Ja, ärgerlich. Kneipe, die würde wahrscheinlich hier reinpassen. Natürlich, die passt hier rein. Die Kneipe passt, der Rest nicht. Okay, lass bauen. Lass knacken. So, kostet wieder eine Menge Geld, aber ich hoffe, damit wir die Leute hier ranholen können. Schwupp. So, zack. Kriege ich dich hier nicht ran? Das ist ja doof. Das ist doof. Das ist ja mal richtig doof, dass ich dich hier nicht rauskriege. Shitte. Okay, dann müssen wir... Das geht nicht. Dann reißen wir dich jetzt ab. Das geht nämlich nicht. Ich will die Verbindung da haben. Mal ganz kurz. Stopp. Was bist du denn da? Das ist der Kindergarten. Okay, ich brauche die Schule bitte nochmal. Nahrungs-, Wohngebäude, Lager. Wo warst du denn? Ausrüstung für die Bürger. Kino, Kino, Kneipe, Lebensmittelmarkt. Wo ist die Schule? Wo war denn die Schule jetzt? Bin ich jetzt blind? Schule, so. Optimal wäre... Na komm, so. So, normalerweise baue ich ja immer... Ah, jetzt geht's, okay. Mit dem Tool, dass es erstmal planen tut, aber in dem Fall mache ich es ruhig mal. Okay, das geht nicht. Das geht aber. Da kommen wir nicht ran wegen der Straße. Kriegen wir dich verbunden? Ja.
Ja, dich kriegen wir auch. Und dich kriegen wir auch. Hervorragend. So, du. 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 Dahin. Dahin. Und dahin. So, dich haben wir auch. Das geht. Das geht. Und mir kriegt jeder seinen eigenen Weg. Niemand muss hier irgendwo in der Botanik laufen. Na. Ja. Und wenn es nicht passt, wird's passend gemacht. Na, da wird da jetzt hier wird's ein bisschen zickig. Ja, bam bam. Das ist alles gut connected. Da noch nicht, aber das kriegen wir auch hin. So, du hast noch ein Problem, du kommst da nicht ran. Na, da war du doch gerade was. Okay, dann müssen wir dich nochmal anders bewegen. Aber ihr kommt zumindest jetzt hier an den Bahnsteig ran. Der ist zumindest schon mal versorgt. So, da das hier hinten hier nicht so ganz klappt, nehmen wir die Rückseite. Und die funktioniert. Ja, zack. Können Sie den rückseitigen Weg benutzen und zur Not auch vorne rausgehen, wie Sie wollen. Zack, zack, zack geht das hier. Bam, bam, bam. Und schon steht das neue Viertel. Das lassen wir jetzt noch aufbauen. Hier sind keine Leute, ne? Ach ja, Stromversorgung fehlt hier noch. Strom. Der liebe Strom. Der liebe Strom ist so eine Sache. So, wo kriegen wir dich her? Mal ganz kurz Ausschau halten, wo wir dich jetzt noch ranholen könnten. Wo wir denn hier eine Verbindungsmöglichkeit noch haben. Da oben wäre noch was, aber das hier langleiten. Oben kommt hier von hier was? Ist hier was? Nee. Ah, das ist aber jetzt tricky. Alle hier zu verbinden. Aber da haben wir alle dran. Das ist ja schon mal gut. Wenn wir hier alle dran haben, ist das ja schon mal ordentlich. So, bleibt nun das Problem, wo schließen wir dich an? Ich habe da so eine Idee. Hochspannung? Nein, nichts Hochspannung. Mittelspannung. Mittelspannungsschalter. Bauen wir das so. Machen wir den hier weg. Mittelspannungsleitung daran, den daran und mit denen gehen wir dann halt irgendwie hier lang. Quer rüber, wenn es sein muss. Ja, passt sogar. Und jetzt müsst ihr auch gleich Strom haben. So, lass mal laufen. Bau fertig. Ja, die haben Strom. Hier ist noch nichts da. Weil hier auch noch niemand wohnt. Da holen wir uns jetzt mal welche. Ruhig mal ein paar gute auch. Ja, zack, zack. Kostet natürlich gut Kohle. Aber die dürfen dann hier auch gerne sich für Familiengründen etc. pp. Damit wir das hier auch alles an den Start kriegen. So. Ich sehe schon wieder auf die Uhr. Es ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, wie das hier weitergeht, liebe Freunde, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder hier bei Workers and Resources Soviet Republic. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Edge von gaming.tv. Bye, bye.